Hallo und seid willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Rette die Welt oder gibt es noch andere Spiele? Und zwar heute mit dem Thema Unterfangen. Wofür spielt man Unterfangen? Unterfangen in Flandelfurt erstmal. Man spielt es natürlich um die ganzen Verbesserer. Wie hier Heldenverbesserer. Wir haben einen Gutschein für Waffenrekrutierung, für Heldenrekrutierung bekommen. Die Kernvorteil fix. Und so lohnt sich das Ganze so nach und nach, was man da alles bekommt. Wir gehen mal kurz die unterschiedlichen Zonen durch. Es beginnt klein bei 3. Ich muss immer Fotos einblenden, anders geht es leider nicht, denn die Zonen sind ja maximal 8 Länder, also 8 Spielfelder groß und verschwinden dann wieder. Das heißt, der Große, wenn er denn vom Level her 50 ist, kann natürlich nicht bei den kleinen Spielen. Im normalen Fortnite ist das ja nicht der Fall, die Karten sind immer offen. In dem Fall hier rettet die Überlebenden. Man kann hier drüben rein. Auf der linken Seite sieht man es, wer da alles rein kann. Wir haben gestärkte Werte für Super Soldat, Super Konstrukteur, Super Ninja und Super Entdecker. Dort sieht man es nochmal. Stellen wir mal auf der rechten Seite ebenfalls dann so die Aufgaben mit ein, die ungefähr durch die Länder so mitlaufen. Das ist ja am Ende sehr wichtig, weil es gibt 5 Aufgaben, die von kleinen Land bis zum großen durchlaufen. Als nächstes haben wir hier die 23er Zone, es gibt aber auch noch 9 und 15. Da haben wir die Aufgaben und wir steigen immer weiter, insofern der Balken oben. Spielt eine Runde und dann steigt der Balken, ihr werdet nach und nach immer größer, so funktioniert ja die ganze Sache. Hier sieht man auch die normalen Belohnungen, die es so gibt. Die lohnen sich natürlich dann auch schon. Wir haben die Ringtropfen, Schneeflockentickets und unterfangenen IPs. Die EP-Menge, das sieht man jetzt im Laufe der weiteren Fortsetzung, wird natürlich immer steigen und dadurch steigt ebenfalls unser Level. Dann weiter zu den 34er Zonen. Da sieht man auch schon die ersten lohnenswerten Belohnungen, die es dann automatisch für die Levelerhöhung gibt. Dann geht es schon weiter. Wir haben hier die normalen Belohnungen, die werden immer größer, die unterfangenen IPs. Die Menge, die erhöht sich immer weiter. Unser Balken steigt. Wir steigen in der Stärke. Die 58er Zone. Da müssen wir hier zum Beispiel Pitcher und Schocker eliminieren. Einmal 60, einmal 40 Stück und nach und nach. Ist natürlich nicht ganz so einfach, die kommen ja nicht in jedem Feld vor. Oh, der erste Verbesserer da oben zu sehen, ab Level 25. Da ist er gleich nochmal, wenn wir gestiegen sind, haben wir hier die 70er Zone. Man sieht ebenfalls auf der Karte, welche alles spielbar sind, ne? Welche Level oder Länder, wie man es auch immer bezeichnen mag. Wir haben die Aufgaben auf der rechten Seite so ungefähr passend dazu. Hier nochmal auf den 70ern oder in den 70er Zonen. Da ist dann schon der Verbesserer bei Level 25 und bei 28 gibt es dann gleich den nächsten. Dadurch lohnt sich das Ganze wirklich, denn man hat sonst nur die Möglichkeit, den Verbesserer zu bekommen, einmal die Woche einen einzigen Verbesserer. Und das muss auch kein Verbesserer sein, es gibt auch andere Sachen, die dort erscheinen. Aber dazu muss man eben große Länder durchspielen im normalen Rette die Welt. So, ups, jetzt sind wir übergesprungen und sind hier schon bei den 94er Zonen. Dann nochmal die 94er, da sieht man hier ab 37 gibt es dann schon 3 überlebenden Verbesserer. Und das klingt doch schon mal toll. Wir steigen natürlich ebenfalls immer weiter. Wir kämpfen den Sturm 4 in der 108er Zone hier zum Beispiel.
die 124er Zone und da geht es dann immer weiter oben mit den Belohnungen. Wir kriegen Verbesserer, Verbesserer. Da gibt es ab 42 dann schon 4 Verbesserer. Das haut natürlich richtig rein. Nochmal die 124er Zone mit den Aufgaben an der Seite, die da so hineinfallen. Die 140er Zone. Da geht es dann langsam dem Ende zu, ne? Macht die Aufgaben unterfangen und da sind sie gewesen. Im Unterfangen die Aufgaben, das lohnt sich. Level 50 sollte schon möglich sein. Hier haben wir es nochmal. Und zwar gibt es 5 Aufgaben, die von klein zu groß durchlaufen. Macht diese über die verschiedenen Länder an APs, lohnt sich das so richtig. Wir haben hier 18.000 APs und zusätzlich noch einen Überlebensverbesserer mit dabei. Wer die Aufgaben also nicht macht, der bekommt auch dann nicht diese zusätzlichen Verbesserer dafür. Es gibt insgesamt 6 Überlebensverbesserer, haben wir hier bekommen. Ja, auch hier 3 Fallenverbesserer, aber die 2 haben wir schon verbraucht. Auch 3 Waffenverbesserer gab es. Wir haben tolle Sachen, Kernvorteil fix zum Beispiel und Gutschein für Waffenrekrutierung, die Heldenverbesserer waren da noch und Gutschein für Heldenrekrutierung. So, gehen wir mal kurz durch. Insgesamt benötigt man ca. 2,4 Millionen APs. Und aus meiner Sicht lohnt sich das auch nicht weiter als bis Level 50 zu spielen. Dann ab Level 50 gibt es keine Verbesserer mehr, beziehungsweise für mich zumindest keine großartigen Belohnungen. Ja, und von daher lohnt sich die Sache nicht so wirklich zu finden. Das kannst du hier auf der Karte nach den normalen Ländern und dann kommt die Unterfangzone. So, und ich sage an der Stelle, wer möchte, kann gerne einen Daumen hoch da lassen oder schaut gerne auf meinen Kanal. Dort gibt es noch mehr um Rette die Welt. Ich hoffe, dort alle eure Fragen beantworten zu können. Ansonsten schaut gerne trotzdem vorbei. Und ich sage ciao und man sieht sich, euer Drama Lama. Hier zeigen wir nochmal kurz ganz am Ende, wie es da aussieht auf der Karte. Aber wie gesagt, die 140er Zonen sind dann die allerletzten und dann lohnt es sich wirklich nicht mehr. Ich habe hier oben bis 51 gespielt, aber ja, es gibt keine Belohnung. Es lohnt nicht. Also, ciao.